Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Jo, in der letzten Folge haben wir unseren neuesten Char, unser neuestes Gruppenmitglied dazu bekommen, Sagani. Mal kurz gucken. Die ist ein, ja, kleines bisschen schwächer als Hagrim. Und hat einen weißen Fuchs dabei, der fast aussieht wie Fenris, nur in weiß. Jo. Und wir sind dabei, die Waldebenen zu erkunden. Die liegen jetzt endlich mal in einem neuen Gebietsbereich, nämlich hier. Und es scheint noch sehr viel zu erkunden zu geben. Okay. Dann gucken wir uns erst einmal hier um. Also erstmal in diesem Fleck hier. So, ob sich hier noch was versteckt hat. Hier scheint es ja gut und gerne Waldlauerer zu geben. Die waren ja ein bisschen heftig. Oh, hier geht's hoch. Gucken wir mal. Hier könnten wir auch noch da drüben abbiegen, aber da kommen wir nur in die Sturmwallschlucht, in die ich allerdings noch nicht möchte. Oh, hier liegt jemand. Eine Rohhautrüstung, Trank des unheimlichen Schützen. Ah, da ist was für Sie und Geld. Oh, die Rohhautrüstung wollte ich eigentlich ablegen. So, zu trinken haben wir was. Du kriegst das hier. Davon hat, glaube ich, noch einer. Nö, hat keiner mehr. Gut. Jede Menge Schriftrollen und Zeug haben wir, aber sonst nichts. Ich finde es ja eigentlich gut, dass es in dem Spiel keine Kilobelastung gibt, wobei wir ja eh das meiste Zeug in unserem Versteck bunkern. Deswegen ist die Kilobelastung, also so die LBS-Belastung, wie man sie aus Baldur's Gate und so kennt, ja eigentlich ist eher sinnlos. So, hier hinten können wir noch hinter dem Friedhofstein uns umschauen. Aber hier gibt es bloß ein paar verbrannte Damen. Gibt es im Norden eigentlich noch etwas? Nein, da geht es nur zurück nach Ketlua. Das bedeutet, die einzige Brücke, die wir überqueren können nach Trutzbucht, ist die Eltwan-Brücke. Und nach Trutzbucht wollen wir ja. Das dürfte ein bisschen was Größeres dann werden, wenn das fünf Stadtteile hat. Da bin ich aber mal gespannt drauf. Im Allgemeinen sind die Gebiete ja etwas. Hallo? 5 Gramm? Okay. Waldtroll und irgendwelche komischen Weiber. Hier sollten wir etwas auf Nummer sicher gehen. Also Schutz. Und du ballerst da mal ordentlich rein. So. Du kannst mal die schwer Verletzte ausschalten. Und die restlichen Waldtrolle wollen sich irgendwie nicht richtig einmischen, ne? Gut, ein Waldtroll ist ausgeschalten. Okay, ihr Wolf ist dafür aber auch ausgeschalten. Und ihr Fuchs, dessen Namen ich mir merken sollte, Itomak. Und Fenris ist auch wieder ausgeschalten. Gut, dann kriegen die mal einen Stolperstein. So, gut. Okay. Du kannst zaubern, also holst du mal Unterstützung herbei. Und wir machen diese Pfaffgrab weg. Mit den Nahkämpfern. Zum Glück kann Eda sehr viel aushalten. Ein kleiner Vorteil gegenüber den Wölfen. So, nur noch zwei Waldtrolle. Die dürften wir eigentlich schaffen. Ohne dass Eda Probleme kriegen sollte.
gut. Und ich hätte eigentlich mehr Fähigkeiten nutzen können. Okay, ein Skelett ist ausgefallen. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ja. Was haben die denn dabei? Erwecktes Holz. Oh, nebenbei, da fällt mir ein, ich könnte mal kurz in das Bestiarium gucken. Was auch immer der Reiter ist, der da leer ist. Wer kennen wir? Elfenbeinjungspinne, Erdfäule. Sind amorphe Wolken, Feuchtspore sind Pilze, Flammenfäule. Fleischkonstrukt hatten wir auch. Geringer schwarzer Schlamm, ein Ghoul. Mhm, also das sind Untote. Steht das eigentlich irgendwo? Ah ja, Gefäße. Bestie, Bestie, Erdfäule ist ein Geist, okay. Feuchtspuren sind primitiv. Mhm. Keile ist Bestie. Menschliches Skelett sind Gefäße, also Gefäße sind Untote. Phantom ist Geist. Püffkreis primitiv. Bei einer verfallenes Blatt, öfters Pevkra genannt, ist eine Delemgan, die durch die Zerstörung ihrer Heimat in Form eines Baumes oder eines anderen Steins verdorben wurde. Sie ist so hässlich, wie Delemgan schön sind. Spindeldür ausgezerrt und mit unterkühlter Hautfarbe, okay. Schatten. Stufe 5. Stufe 1. Ah ja. Das wär, die Stufe 1 Schatten werden die gewesen sein, die ich so gut besiegen konnte. Die Stufe 5 Schatten, die sich teilen konnten. Okay. Stehen da eigentlich auch unterschiedliche Texte bei denen? Skelettzauberer? Ach ja, den hatte ich unten in der Kanalisation. Skulder. Die Skulder sind wilde. Aha. Sporling ist primitiv, Steinkäfer ist Bestie, Troll ist wild, Waldkäfer, Waldlaucher sind auch primitiv. Besteht aus einer Kolonie mehrerer verschiedener Parasiten. Okay. Troll, Waldtroll. Troll habe ich nur zwei besiegt, die sind Stufe 5. Waldtrolle waren sind Stufe 3. Wiedergänger. Will-O-Wisps. Wölfe, Xaurib, Meister, Priester, Scharmützler. Mhm. Hm. Ein sehr schönes, großes Tierreich haben wir da. Beziehungsweise Bestiarium. Right. Und das war eine ziemlich harte Gruppe gerade eigentlich. Hätte ich mich ein bisschen mehr angestrengt, wäre das vielleicht leichter geworden. Ein Löwe? Wow. Der kam jetzt aber, der kam echt überraschend, muss ich sagen. Orlands Wiege. Oh, du hast Brennmaterial dabei. Also Reisevorräte. Jelene, die Matte. Die Meth oder wie auch immer. Du siehst eine Gruppe robentragender Gestalten um ein Feuer sitzen. Diese Frau, viel jünger und kleiner, ist bei ihnen. Sie besprechen eine Reise und schmieden Pläne. Entscheiden darüber, welche Straße sie am schnellsten zu ihrem Ziel bringen wird. Ein raschelndes Geräusch erlangt die Aufmerksamkeit mehrerer Gruppenmitglieder, die sofort aufstehen und sich anstrengen, über das Feuer etwas zu erkennen. Eine riesige, schattenhafte Kreatur bahnt sich ihren Weg ins Lager, und die Identität des Neuankömmlings langsam preisgebend, weicht die Dunkelheit dem Feuerschein. Viele der Mitglieder der Gruppe stehen auf und machen ihre Waffen bereit, andere rufen ihren Gott an und bereiten Zauber für das Gefecht vor. Das Mädchen sieht sich verwirrt um, als der Mann neben ihr aufsteht und seine Arme ausbreitet. Er schimpft die anderen Gruppenmitglieder, weil sie einem Fremden nicht die ihm gebührende Gastfreundschaft erwiesen haben.
Der Mann geht mit ausgestreckter Hand auf den Ogre zu und spricht dessen Sprache Begrüßungsworte. Der Ogre starrt den Mann einen kurzen Augenblick an, dann zieht er die Keule, die er hinter sich hergezogen hatte, mit einer Schnelligkeit durch, die bei einem Wesen seiner Größe unnatürlich wirkt. Die Keule trifft dem Ogre, trifft den Kopf des Mannes mit einem nassen, zerschmetternden Geräusch. Die Frau zur Rechten des Mädchens schreit und eilt dem Mann zur Seite, bevor er noch zu Boden gefallen ist, hat sie schon die Hälfte der Entfernung zurückgelegt. Als er aus der Dunkelheit um die Gruppe herum werden ihre Schreie mit schrecklichem und markerschütterndem Geschrei beantwortet, als sich durch die Finsternis noch mehr Gestalten nähern. Okay, die sind in einen Hinterhalt von Ogern geraten oder wurden von Ogern überfallen, mehr oder weniger. Auch nee, kein schönes, keine schöne Art. Ja, was ist hier oben? Mich wundert es, dass die... Oh, noch mehr Löwen. Älterer Löwe. Okay. Da gehen wir jetzt etwas diplomatischer ran. Feuerball. Wow, der hat sogar ordentlich getroffen. Löwen hat's umgehauen. Wow, Eda hat's haut's fast um. Gut, du heilst sicherheitshalber mal hier einfach Eda. Du. Auf irgendeinen Löwen. Oh, der Löwe, der Adolf bedroht, das ist nicht gut. Der muss so schnell wie möglich weg, bevor er Adolf umhaut. Sehr gut. Und noch ein Löwe übrig. So, alle Löwen weg. Ja. Fangzahl eines älteren Löwen. Sure. Okay. Was haben die hier bitte gemacht? In den Stein wurden grobe Wellen gemeißelt, die wie gewählte Finger nach Ondras geliebten Mond greifen. Also hat wahrscheinlich der Typ hier das dieses Ornament hier gemeißelt und die Löwen sind gekommen und haben ihn gefressen. Auch kein schönes Schicksal. So, du heilst mal Eda. Auch wenn das nicht viel ist, aber ja. Einen kleinen Teil an Gesundheit zurückzukriegen, auch wenn es nur 40-50 ist, ist besser als nichts. Hauptsache er ist noch über 50%. Da müssen wir nicht so schnell wieder rasten. Naja, 330 ist er jetzt. So, hier dürfte der normale Weg nach Trutzbucht sein. Jo, genau, an der Straße entlang. Die können wir auch mal entlang gehen. Hier geht ein Weg ab. Ich finde es lustig, dass wir die übliche Gruppengefährten einfach so an Kreuzungen finden. Also ja, Alof und Eda sind wir in Goldtal begegnet. Oh, ein Häuschen. Sieht fast aus wie eine Farm sogar. Ja, das ist so eine Pferdekoppe. Koppe heißt das Ding. Kogge war was anderes. Das war eine Art Schiff. Ne, eine Schiffsformation. Das ist eine Pferdekoppe. Sieht aus wie eine Pferdekoppe. Und ist zerstört. Hm? Zwischen zwei angewickelten Latten haben Spatzen ihr Nest gebaut. Hm, schönes Detail. Wer auch immer hier mal gelebt hat, wurde wahrscheinlich vor den Löwen vertrieben. So, so ein Krianshorn